Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Shakes and Fidget Video. Wir befinden uns beim nächsten Gilden Raid. Ja, die Überschrift bzw. Der Titel dieser Folge sollte es bereits verraten, worum es sich hierbei handelt. Genau, Fakten, Fakten, Fakten. Ich habe ein weiteres Level abbekommen. Whoop! Bidu! Ja, nach nur 3 Monaten oder ja, nach gefühlten 2-3 Monaten mal wieder eins. Geht mittlerweile ziemlich langsam, wenn man nur 100 Alu spielt. Und das mit einem 30% Mount, das zieht sich gewaltig, muss ich sagen. Aber seitdem ich ohne Pilze spiele, haben wir leider keine andere Möglichkeit. Ja, was hat sich sonst noch getan? Das letzte Video, was ich glaube ich präsentiert habe, das war hier die Hexe. Wir sind bei unserem Server mittlerweile bei 72,137% angelangt. Das ist sauber. Ich schätze mal, dass wir in 4 Tagen mal die erste Verzauberung bekommen. Und dann werden wir sehen, worum es sich handelt. Mal gucken, was es sein wird. Ich werde gespannt sein, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht um den Gilden Raid. Bevor wir den Gilden Raid machen, wie immer, zeigen wir es Little John mal gewaltig, wer hier der Chef ist, indem er uns total fertig macht und wir keine Chance gegen ihn haben. Oh, ich mach das hier im Schnelldurchlauf. Oh mein Gott, was für ein erbärmlicher Versuch vom Krieger. Und der Magier steckt auch nur Crits ein. Komm, jetzt schön kritten, überleben. Und jetzt kritten. Nein, du bist scheiße, magischer Markwart. Die kundige Kundigunde müsste ungefähr bisher Schaden machen, was sie auf keinen Fall kann. Ja, und ich auch noch relativ gut, muss ich sagen. Naja, ohne die, wenn die Begleiter nicht wollen, dann hilft's nichts. Die Begleiter habe ich auch schon geupgradet, aber ich bräuchte halt mal wieder irgendwie neue Ausrüstung für die. Es sieht da ziemlich mager aus. Was habe ich denn mittlerweile für ein Durchschnittslevel? 400 ist mittlerweile mein Durchschnittslevel. Da könnte man das verbessern. Da könnte man das verbessern. Das, das. Ja, man könnte sehr, sehr viel verbessern, muss ich sagen. Na gut, der Krieger ist meistens aktuell mit Stärke equipped. Das ist mein Austausch-Equip, falls ich mal einen Stärkegegner, falls ich mal irgendwann mal meinen Magiergegner im normalen Dungeon schaffe, den hier, den Bernd das Marketeer, der ist allerdings schon eine andere Klasse. Habt ihr es gesehen? Ja, wenn der crittet, dann geht's gar nicht. Also ich muss wirklich einen Lucky Try haben, dass er nicht einmal crittet und ich irgendwie nur Crits reinhaut. Dann wäre es, glaube ich, theoretisch möglich, den zu besiegen. Aber das ist noch, keine Ahnung, jenseits von Gut und Böse. Gibt auch, glaube ich, keinen anderen Krieger auf dem Server. Ups, das sollte ich ja nicht machen. Es gibt, glaube ich, keinen anderen Krieger auf dem Server, der das schon hat. Ich bin jetzt hier. Ich habe 186 gecleante Dungeon. Und wenn wir jetzt mal so irgendwie zu den höheren Kriegern schauen, die, sagen wir, um die, ja, 138, der hat einen mehrer. 130, das ist noch ein Jahr hin oder so, bis ich da bin. Vargas hier hat auch einen mehrer. Ah, schönes Equipment, muss ich allerdings sagen. Oh, 420 haben die schon, das ist echt heftig, was die schon für Ausrüstungsgegenstände haben. Was haben wir dann noch? Hier, 27, der hat auch nur so viel wie ich und ist 9 Level höher. Also keine Chance. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Schauen wir uns den Gilden Raid an, wie er so abläuft. Wir müssen gegen das Klingenspringen kämpfen. Also vermutlich lauter so komische Schlitzerechsen. Hier unten sind erstmal die ganzen Opfer, sage ich jetzt mal, die absolut keine Chance haben werden. Ja, da werden jetzt erstmal ein paar sterben. Ja, Stürmer, du wirst auch keine Chance haben. Autsch. Ist, glaube ich, ein Magier, aber deswegen haut er so fett rein. Heieieiei. Ah, komm, Triumph. Oh, Triumph ist der Erste, der richtig heftig Schaden gemacht hat. Jawohl, so, jetzt kommen die ersten von unserer Gilde, die hier den Gegnern ein bisschen Einhalt gebieten können. Obwohl man sagen muss, die sind noch über 100 Level über unseren Leuten. Also 310 zu 203. Das ist natürlich, da brauchen wir jeweils 5 Leute pro Gegner wahrscheinlich. Aber gut, Kronos 927 macht schon ganz gut Schaden an dem Gegner.
Also, was haben wir als nächstes? Pax. Ich glaube fest an dich, Pax, dass du es schaffen wirst. Ja. Oh, das war ein Crit. Das ist natürlich blöd. Und? Ah, aber noch gut überlebt und noch gut Schaden ausgeteilt. Cassiopeia. Cassiopeia, genau. Macht ihn jetzt fertig. Jawohl. Okay. So, das waren jetzt mal zwei Magiegegner und jetzt kommen hier die anderen Gegner, die wieder viel mehr aushalten und hier werde ich auch skippen. Stärke gegen Stärke sieht es zumindest so aus, auch wenn hier keiner von beiden blocken will. Ja, einmal geblockt und geblockt. Genau, Stärke, Stärke. Xonk ist ein Magier, den können wir uns komplett anschauen, da dauert es nicht so lange. Na komm, crit mal Xonk. Zeig, was du kannst. Naja, in dem kleinen Level, also kleinen Anführungsstrichen, da hat man noch nicht diese 50% Crit-Chance. Das kommt erst später, wenn man dann voll episch ist. So, gut. Das kann jetzt dauern. Chasey Chess, ich werde dich leider überspringen müssen. Dann werden wir wahrscheinlich nicht die Geduld haben. Genauso wie Gullipuppe. Ah, Gullipuppe hat ihn fertig gemacht. Und jetzt kommt als nächstes ein. Oh, Kundi gegen Kundi. Hat noch gut Schaden gemacht, nicht schlecht. So, Dark Raziel, Magier, können wir uns wieder komplett anschauen. Ah, hat viele Crits einstecken müssen, das ist immer blöd. Aihira. Und nochmal Kritten. Ah, schade, schade. Da müssen immer Crits kommen, die rechts raus viel Schaden machen. So, werde ich das mal überspringen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist ein Magier. Probo, zeig, was du kannst. Probo. Und jetzt noch einen schönen Crit. Naja. Trotzdem viel Schaden gemacht. Das ist in Ordnung. So, Cassie, ein Krieger gegen ein Magier. Das ist meistens gut, weil Krieger eben so viel aushalten. Und damit machen wir die Magier meistens fertig. So, und jetzt geht's wieder los. Krieger gegen Krieger. Tja, noch gut abgezogen. Wednesday Adams, zeig, was du kannst. Auch gut abgezogen. Lord Black Death. Fertig gemacht und naja, ein bisschen Schaden noch gemacht. Cassiopeia. Oh, der macht gut Schaden an dem Viech. Könnte es vielleicht sogar schaffen. Oh Gott, was ist denn da passiert? Das sah am Anfang viel besser aus. Naja. Ach so, das ist ein Kundi. Ah, das ist ein Kundi. Der hat dann sehr oft ausgewichen. So, Mary. Zeig mal, was du kannst. Ah, noch fast gekillt. Hitani, ein Magier. Brezelt den jetzt auf zweimal weg. Und der muss vorher natürlich noch critten, die blöde Sau. Naja, es ist wie gesagt, jetzt am Anfang ist es noch nicht so entscheidend, wer was und wie viel Damage macht. Später raus, wenn die richtig großen kommen, dann ist es wichtig. Überspringen wir mal ein bisschen. So, Gullipuppe. Oli the Warrior. Oh ja, Oli the Warrior. Der wird wahrscheinlich den ganzen sogar schaffen. Krieger gegen Krieger. Mal schauen, wie viel er schafft. Ja, sag ich doch. Na, ist sehr gut geskillt, muss ich sagen. Der hat was auf dem Kasten. Boah, habt ihr das gesehen? Das nenne ich mal Respekt, Olli. Das hast du gut gemacht. Er macht einfach Schaden. Der hat seinen Charakter ziemlich gut geskillt. Ich weiß nicht, wie der jetzt schon so viel Schaden machen kann. So, dann Schleppi. Na, Schleppi, wie weit wirst du kommen? Ich sage jetzt mal, die Hälfte solltest du schaffen. Oh, fast komplett gekillt. Nice. So, Kalas. Schauen wir mal, wie viel Kalas schafft. Ja, über die Hälfte. So, Bossolo macht den Rest. So, Shadow. Six, Shadow Six. Gegen den mörderischen Monsterhasen. Einen unserer stärksten Krieger. Ich schätze mal, der sollte den schaffen. Boah, nur die Hälfte. Der ist dann schon ziemlich stark. Die letzten Gegner werden dann rasant stärker. Der Halsabschneider hier zum Beispiel, der wird auch ganz schön viele von uns wahrscheinlich killen. So, Gifty hat den gekillt. So, Halsabschneider. Ein hat er gekillt, zwei hat er gekillt, Tribbledorf Pi, drei. Hausdrache wird ihn jetzt fertig machen, das ist ein Kundi. Jawohl. So, und jetzt müssen wir kämpfen gegen Schneeva. Ja, genießen wir mal den Anblick. Schade, dass sie uns das sechste Schwert, oder wie viel sind es? 1, 2, 3, 4, 8. Schade, dass sie das achte Schwert hier so verstecken muss. Sieht interessant aus. Ja, komm, Hausdrache, hau mal ein bisschen Schaden raus. Und mehr blocken. Mehr blocken. Du bist ein Kunde, die block doch mal. Ja, so muss das sein.
Und dann Kritten. Blocken und Kritten. Blocken. Naja. Irgendwann ist es für den stärksten Kundi zu Ende. So, Erdbeersorbet gegen unsere Schneider. Schauen wir mal, ich werde das überskippen. Oh, so viel. Ah, da hoffe ich, dass ich überhaupt noch zum Kämpfen komme. Oh mein Gott, da werde ich vielleicht gar nicht zum Kampf kommen. Aha. Ulver, hör mal auf mit dem Schaden. Ich will auch noch. Hey. Nein, ich will auch kämpfen. Jetzt kommt noch Simsalabum, der macht die ja schon fast fertig. Ach nee, und dann kommt noch Hells Angels. Da kommt ihr vielleicht. Da kommt der Misty gar nicht mehr dran. Eieieiei, Leute. Was ist denn da los? Habt ihr alle Steroide genommen oder habt ihr euch hochgepusht? Das ist ja Wahnsinn. Hells Angels wird das jetzt ziemlich sicher beenden. Also, wird das beenden? Oh Mann, Misty und Black Link, also ich, sind gar nicht zum Kampf gekommen. Nein! Oder eher gesagt, ja! ja, das war. Da ist Luft vorhanden. Yeah. Boom macht es, muss nachher Video angucken mit Handy an. Wie bitte? Boom macht es, muss nachher Video angucken mit Handy an. Ja, er meint wahrscheinlich, dass ich das Video hochladen werde, wenn er sich das anschauen möchte. Nicht schlecht, Leute. Guter Kampf. Guter Kampf, guter Kampf. So muss es weitergehen. Das war Raid 36, haben wir jetzt geschafft. Dann können wir hier den Güldenbonus wieder ändern. Wuhupitu. Okay, ja gut, Fazit. Wir werden wahrscheinlich den nächsten Raid auch noch schaffen, wenn es so weitergeht, weil da war, wie gesagt, Luft nach oben. Okay, ich bin jetzt überrascht, dass ich gar nicht zum Kampf gekommen bin. Ich finde es ein bisschen schade und ich bin etwas überrascht, muss ich sagen. Aber gut, gutes Ergebnis, muss ich sagen. Bin zufrieden damit. Ja, was gilt abschließend zu sagen? Abschließend gilt eigentlich nichts Besonderes zu sagen, außer wir sind die absolut Besten und wir werden die nächsten Raids auch schaffen. Gut, Leute, das war's für heute. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, beziehungsweise was für ein Schwachsinn. Ich lade das Video morgen erst hoch. Ich wünsche euch eine schöne Arbeitswoche. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Euer Blacky.